Ich heiße José und komme aus Wuppertal. Was ist das für ein Viech? Fotos oder was? Weil ich lauter werde! Mein Name ist Wuppertal, nach mir wurde eine Stadt benannt. Und ich habe mehrere Dinge, in die ich mich eigentlich verlieren kann und was Leidenschaft in mir weckt. Das eine sind Bücher. Ich lese unwahrscheinlich gerne. Für mich ist das immer eine ganz interessante Sache, ein neues Buch anzufangen, sich irgendwie auf so eine Reise zu begeben und das ohne das Sofa zu verlassen. Die andere Leidenschaft von mir ist die Musik. Ich liebe Rockmusik und ich könnte wirklich entspannen und einfach wirklich einen Abend einfach davor verbringen, vor den Boxen, einfach Musik anmachen und mich von der Musik berieseln zu lassen, so wirklich ohne sich von irgendwas anderes abzulenken. Ich finde dieses Analoge einfach genial. Es ist wie so ein Ritual. Du legst deine Platte auf und dann die Nadel drauf, dieses Knistern und dann auch nach der Hälfte der Platte nochmal aufzustehen, die Platte umzudrehen, das hat irgendwie was, keine Ahnung, Ritualmäßiges an sich, was ich sehr mag. Schon eine interessante Sache, man ist schon ein bisschen aufgeregt, man freut sich aber darauf. Doch, es ist interessant, mir macht das Spaß. Immer bin ich aufgeregt vor Trauungen. Ich denke, das ist auch normal, weil man will ja schon das Beste leisten und dass es eben der Tag für das Brautpaar wird. Und dann ist es auch normal, dass man mitfiebert. Meine Eltern kommen aus Spanien und zwar aus dem Nordosten von Spanien, aus Galicien. Ich spreche fließend Spanisch, weil meine Eltern sich immer Spanisch mit mir unterhalten haben zu Hause. Ja, eben wie das Wort sagt, dass es frei ist, frei zu entscheiden, wie ich die Trauung gestalte als Brautpaar, dass das Brautpaar sich eben wohlfühlen kann und dass es wirklich auf die zugeschnitten ist und nicht irgendwie was Künstliches, sondern dass sie sich so geben können, wie sie sind. Dass es eben so der Tag ist, wo man sagt, ich fiebere da entgegen, ich weiß, es wird genauso sein, wie ich es mir vorstelle. Es wird nichts Komisches irgendwie von mir verlangt, sondern ich gestalte das wirklich, wie ich bin und wie ich mich fühle. Und dass das wirklich dieser Tag, sondern eben dein Tag ist, dass es freigestaltet werden kann. Das finde ich wunderbar. Mir ist es ganz wichtig, dass ihr euch an diesem Tag fallen lassen könnt, euch total auf mich stützen könnt. Ihr wisst, dass ihr euch um nichts Sorgen machen müsst, dass ihr wirklich den Tag genießt, ihr selber sein könnt und dass wir wirklich einen Wahnsinnsspaß haben mit den Gästen, dass es wirklich ein super Einstieg ist in euren neuen Lebensabschnitt. Habe ich das wieder gemacht? Ja. Super.